Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 36. Ausgabe der Kirchensprache am 29. August 2021. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Am letzten Dienstag hatten wir eine große Dienstbesprechung mit unseren Neuen, Pastoralreferent Jens König-Uppmeier, Kaplan Lukas Hermes und Sekretärin Christina Hohnhorst. Sie werden sich hier nach und nach vorstellen. Intern beschäftigen wir uns viel mit der Aufstellung der Kandidatinnenliste für Kirchenvorstand und Pfarreirat. Die allgemeine Briefwahl ist zwar erst am 7. November, aber es gibt Fristen für die Listen. Sie bekommen im Oktober alle Unterlagen zur Briefwahl automatisch zugestellt. St. Peter und Paul pilgert diesen Sonntag schon zusammen mit Tecklenburg nach Telgte. Die Ibbenbürener Gemeinden führen die Telgte-Wallfahrt erst am 19. September durch. Man kann mit dem Fahrrad, Bus oder eigenem Pkw nach Telgte fahren. Die Kirchenzeitung berichtet über das Schweigen für den Frieden. Seit 7 Jahren jeden Montag um 17.30 Uhr für 20 Minuten auf dem oberen Markt. Man könne zwar nicht auf großer politischer Ebene agieren, aber zusammenstehen, ein Bewusstsein schaffen für die Krisenherde, miteinander schweigen, verbindet über Grenzen von Kulturen und Religionen hinweg, so hat Josef Benfeld festgestellt. An diesem Sonntag gehen noch einmal 2 Kinder in St. Mauritius zur Erstkommunion, am Samstag 6 Kinder aus St. Johannes Bosco. Dann müssten wir eigentlich mit dem alten Jahrgang durch sein. Demnächst kommt bereits die Einladung zur Anmeldung der Erstkommunion im nächsten Jahr. Die KfD St. Modestus macht am Mittwoch eine Fahrradtour. Corona spielt da keine Rolle mehr, eher das Wetter. Außerhalb der Kirchen gilt inzwischen die 3G-Regel. Man muss geimpft, genesen oder getestet sein. In den Kirchen kontrollieren wir das nicht, dafür müssen wir aber Abstand halten und Masken beim Gesang tragen. In den ersten Gemeinden laufen schon wieder die Anmeldungen zu den Ferienfreizeiten im nächsten Jahr an. Es ist vielleicht schön, eine solche Perspektive und Planungssicherheit zu haben. Alle Angestellten der Pfarrei, und das sind mit den Kindergärten sehr viele, sind am Montag um 17 Uhr zu einem Gottesdienst in die Mauritiuskirche eingeladen und danach zur Begegnung in den Pfarrhausgarten. Im Caritas-Altenwohnhaus gab es am Donnerstag ein kleines Fest, im Haus St. Hedwig die letzte Messe in der Kapelle. Durch die Umbaumaßnahmen muss in den nächsten Wochen der Gottesdienst vorübergehend in den Wohnbereichen stattfinden. Liebe Gemeindemitglieder hier in Ibbenbüren und Brochterbeck, mein Name ist Lukas Hermes und ich bin der neue Kaplan hier in der Pfarrei. Zuvor war ich 4 Jahre Kaplan im westmünsterländischen Bocholt-Liebfrauen gewesen. Das ist auch der gleiche Ort, wo Stefan Dördelmann seine erste Kaplanstelle verbracht hat. Mit dem Wechsel nach Ibbenbüren bin ich meiner Heimatstadt Cloppenburg in Niedersachsen ein wenig näher gekommen. Es ist nun nicht mehr so weit, zu meiner Familie nach Hause zu fahren. Hier in der Pfarrei werde ich ab nächsten Jahr für die Firmvorbereitung zuständig sein und jetzt auch im ersten Jahr in der Erstkommunionvorbereitung, um den neuen Pastoralreferenten Jens König-Uppmeier ein wenig zu unterstützen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen und euch hier in Ibbenbüren und Brochterbeck. Ich wünsche Ihnen alles Gute und trotz der aktuellen Lage denken Sie bitte immer positiv und bleiben Sie negativ. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich mich auf diesem Weg einmal bei Ihnen und bei euch vorstellen darf. Ich heiße Jens König-Uppmeier, ich bin 29 Jahre alt, verheiratet und wir haben einen Sohn, der aktuell in den Kindergarten geht. Seit dem 1. August bin ich neu in der Pfarrei, ich bin der neue Pastoralreferent und werde für eben alle Kirchorte tätig sein. Meine Aufgabenschwerpunkte sind vor allem die Erstkommunionvorbereitung, die ich leiten werde, und Teile der Gemeinde Caritas. Ich freue mich, Sie und euch kennenzulernen und mit Ihnen Kirche vor Ort zu gestalten, den Glauben zu leben und das mit Freude zu tun. In meiner Vergangenheit war ich als Pastoralreferent in Havigsbeck tätig. Dort ist eine Pfarrei mit 2 Kirchen. Ich konnte aber viele tolle Projekte dort starten und hoffe, dass ich auch einiges hier vor Ort mit einbringen kann, sodass wir hier gut
miteinander unterwegs sein können und Neues auszuprobieren. Gebürtig komme ich aus Sabeck, sodass ich mir die Gegend hier nicht ganz fremd ist und ja, merke aber doch, dass hier viele Wege noch für mich unerforscht sind und es gibt bestimmt noch viele, viele Orte, die ich hier in der gesamten Pfarrei besuchen sollte. Und da bin ich gerne offen, auch von Ihnen zu hören, was sind denn da Orte, die ich unbedingt mal besuchen sollte. Ausflugstipps, wo ich mich auf den Weg mache, um den Ort einfach kennenzulernen und auch einfach Sie auch ein bisschen kennenzulernen. Denn jeder verbindet ja auch irgendwie was mit den verschiedensten Orten, die wir vor Ort haben. So, da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, wenn Sie mir die ein oder andere Empfehlung geben. Ich bin sehr gerne mit Menschen im Kontakt, freue mich auf Begegnungen und auf gute Gespräche. Ja, nehme das auch so mit in meine Arbeit hinein. In meiner Freizeit bin ich gerne sportlich unterwegs. Ich gehe gerne joggen, bin gerne am Wandern und fahre auch gerne mit dem Rad. Neu werde ich wahrscheinlich testen, dass ich auch mal mit dem Rad durch die Berge hier fahren werde. Dass ich mich da mal austeste, wie mir das so gelingt. Ohne E-Bike, muss ich dazu sagen. Ich freue mich sonst wirklich, Sie kennenzulernen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, etwas von Ihnen zu hören und mit Ihnen gemeinsam vor Ort eben Kirche gestalten und den Glauben zu leben. Das ist mir ganz wichtig und ich freue mich auf viele tolle Begegnungen und wünsche uns allen eine schöne Zeit miteinander. Wenn Sie mögen, können Sie mich gerne ansprechen. Ich wünsche allen einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Ich bin Claudia Badeda aus der Gemeinde St. Modestus. Unser Team der Modestus-Bücherei hatte in den letzten Wochen gute Gründe, sich zu freuen. Zunächst einmal, weil wir nach langer Corona-Pause wieder die weitgehend normale Ausleihe aufnehmen konnten. Und weil unserem Antrag auf Landesmittel NRW stattgegeben wurde. Den Antrag konnten wir stellen, weil unsere Bücherei mit der Peter-Pan-Schule und dem Familienzentrum Markus-Kindergarten zusammenarbeitet. Außerdem hatten wir ausreichend Veranstaltungen. Deshalb konnten wir für 1.200 € Bücher zur Leseförderung und Tonis anschaffen. Darüber hinaus haben wir auch für erwachsene Leser etliche neue Romane und auch Krimis eingekauft. Vorige Woche Samstag konnten die neuen Medien präsentiert werden. Zu diesem Anlass wurde gleichzeitig ein Flohmarkt für Bücher und Spiele auf der Wiese veranstaltet. Da zum Glück das Wetter mitspielte, wurde es ein schöner, sonniger Familiennachmittag mit Büchern, Spielen, Waffeln, Saft und Kaffee. Die aussortierten Bücher aus der Bücherei wurden auch gegen eine Spende auf dem Flohmarkt angeboten. Zwischendurch konnten die neuen Bücher angesehen und auch Tonis ausprobiert werden. Tonis sind kleine Kunststofffiguren, die für Kinderhände gemacht sind. Diese werden auf einen gepolsterten Würfel gestellt, der gut für Kinderzimmer geeignet ist. Er ist quasi das Abspielgerät für die Hörspiele und Lieder. Uns wurde berichtet, dass diese Toni-Boxen von zwei Vätern erfunden wurden, deren Kinder ständig neue CD- und CD-Hüllen brauchten, weil diese zu empfindlich für Kinderhände sind, wie man weiß. Die Box kostet ca. 80 € und muss von den Familien selbst angeschafft werden. Die Tonis kosten so um die 14 €. Die Modestus-Bücherei hat mittlerweile fast 80 Tonis, die kostenlos ausgeliehen werden können. Das ist ein tolles Angebot für Familien, das mittlerweile auch gut angenommen wird. So, und jetzt hoffen wir, dass alle viel Spaß mit unseren Büchern haben, dass viele Kinder leichter lesen lernen und dass viele Großeltern Geschichten zum Vorlesen finden. Wir wünschen einen schönen Sonntag. Drei Monate nach ihrem Sturz ist Magdalene Lohage wieder so fit wie früher, dass sie eine neue Geschichte erzählen kann. Hier spricht Magdalene. Ich sitze in meiner Küche und gucke durchs Fenster auf die Wilhelmstraße. Da strömen die Kinder vorbei in Richtung Schule. Der Unterricht hat ja wieder begonnen. Aber gebückt müssen die Kinder gehen. Denn ein Ungetüm von Rucksack drückt auf ihren Rücken. Ich möchte nur wissen, was da alles mitgeschleppt wird. Da muss ich an meine Kinderzeit denken. Zum Schulanfang gab es den Tornister.
eine feine viereckige Ledertasche. Auf die waren wir sehr stolz, denn wenn man einen Tornister hatte, dann war man groß. Und an der Seite baumelte etwas heraus, zwei Schnüren, an denen zwei quadratische Läppchen hingen, meist handgehäkelt. Das Wichtigste im Tornister war die Tafel, die Schiefertafel. Man schrieb mit einem Griffel darauf und wollte man das Geschriebene entfernen, dann putzte man erst mit dem einen Läppchen und dann mit dem anderen. Dass manchmal auch etwas Spucke dabei im Spiel war, durfte natürlich der Lehrer oder die Lehrerin nicht wissen. Ich denke, wie lange ist das her? In den Oberklassen trug man keine Tornister mehr auf dem Rücken. Da hatte man eine Aktentasche. Die trug man an der Hand oder unterm Arm. Und jetzt? Der Rucksack hat die Welt erobert. Während ich auf die Straße schaue, gehen ja nicht nur Schulkinder vorbei, sondern auch viele Erwachsene. Und ich kann beinahe nicht glauben, fast alle tragen einen Rucksack. Alle Männer wie Frauen, ganz selbstverständlich. Ich erzähle deshalb so lange davon, weil es mich an ein besonderes Ereignis erinnert. Es war Ende der 70er Jahre. Da hatten meine Freundin und ich fast alle Arten des Reisens ausprobiert. Per Bahn, per Bus, mit dem Schiff, Flugzeug und mit dem eigenen Auto. Und da planten wir, etwas ganz anderes zu machen. Nicht zu reisen, sondern zu wandern. So am Rhein entlang oder durch die Eifel. Und es gab ja so viele schöne Landschaften in Deutschland. Wir wurden daraufhin komisch angeguckt. Wer tut denn sowas? Wandern? Ihr seid wohl nicht ganz gescheit. Doch wir blieben bei unseren Plänen. Aber das Problem kam, unser Gepäck. Wir konnten doch keinen Koffer in der Hand tragen. Natürlich, zum Wandern gehörte eigentlich ein Rucksack. Aber wie sah das aus? Zwei erwachsene Damen mit einem Rucksack auf dem Rücken. Unmöglich. Nach langem Hin und Her war es klar, es geht nicht ohne Rucksack. So haben wir bei der Anreise mit dem Zug den Rucksack schamhaft tief unten mit der Hand festgehalten, sodass man ihn kaum sehen konnte. Und im Zugabteil legten wir ihn nicht oben in die Ablage, sondern unter den Sitz, wo man ihn nicht sah. Als wir dann wanderten, waren wir richtig froh, ihn einfach auf dem Rücken tragen zu können. So wie ihn heute jeder trägt. Keiner braucht sich mehr davor zu verstecken. So ändern sich die Zeiten. Oder haben sich die Menschen verändert? Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck.